Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, und wir sind immer noch in diesem Gasthaus, in dem wir angekommen sind, nachdem wir ja den Mazok hierher geschleppt haben. Wir gehen mal vor die Tür, denn ich habe keine Ahnung, wo ich mich wirklich befinde. Das ist, denke ich mal, an der Zeit, das rauszufinden. So. Ihr könnt Regen oder Schnee im Optionsfenster unter der Niederschlagseffekte ausschalten. Ja, will ich gar nicht. Weil, sieht ja cool aus und mein Rechner schafft das. Auch wenn es so langsam Zeit wird für neun. So, das heimgesuchte Gasthaus. Wir befinden uns hier, mitten im Weg. Alles klar, das ist gar nicht so weit weg. Aber wir haben ein Stück des Weges geschafft und wir haben aber trotzdem noch einiges vor uns. Hier unten müssten auch noch ein paar Quests sein. Das werden wir natürlich alles angehen. Wir können uns dennoch hier schon mal binden. So, schlimm. Wunderbar, da hinten ist auch ein Reittier-Typi. Zu dem gehen wir auch. Und neue Quests haben wir auch. Okay. Gut zu wissen. Zuerst einmal hier. Hallo! Was benötigt ihr? Herr Stallmeister. Sehr schön. Wir haben dann zusätzlich hier. Ich weiß nicht, was wir tun können. Du bist Kapitel 3. Alles klar. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, Bolzenien. Nur Radia wusste, auf welchem Wegen er uns in. Mit unserem Gefangenen nach Dol Guldur bringen wollte. Und ohne ihn liegen die Geheimpfade im Verborgenen. Ich fürchte, unser Auftrag steht vor dem Scheitern, bevor er überhaupt begonnen hat. So, wir kriegen neue Schuhe, die ordentlich Rüstung haben, ordentlich Wille, ordentlich Vitalität und Laufgeschwindigkeit. Ja, ja. Ich bin stark geneigt, diese Schuhe gleich anzuziehen. Ich weiß, dass ich Radia erzürnen würde, falls wir die Hoffnung aufgeben. Ja, wir müssen durchhalten, Bolzenil, auch wenn wir um Radir trauern. Den Weg, den er für uns gewählt hat, kennen wir nicht, doch wir kannten ihn. Ich weiß, dass er erzürnt wäre, wenn wir die Hoffnung aufgeben. Wir brauchen Zeit, um eine Entscheidung zu fällen. Statt mit uns um unsere Verluste zu trauern, sollten wir eure Kraft Dundorion hier in Angheim anbieten und er hat zahlreiche Angriffe auf wichtige Positionen im Düsterwald geplant und das Goldene Heer könnte eure Geschicklichkeit dabei gut gebrauchen. Helft Dundorion bei seinem Vorhaben und kehrt zu mir zurück. Im Namen des Herrn und der Herrin hoffe ich, dass wir dann wissen, was als nächstes mit Mazoks vorhaben. Was wir als nächstes mit Mazok vorhaben. Wir können nicht ewig bleiben. Irgendwann wird uns der Fan von der Gegenwart des Ork-Anführers erfahren. Ja, wir werden nicht ewig bleiben. Wir werden hier ein bisschen was tun. So, hier unten ist auch noch eine Quest. Wir haben ordentlich zu tun. Aber so sei es. Meine Elben bereiten sich auf ein weiteres Scharmützel vor. Ah, dabei sehe ich gerade. Gegen die Ruinen von Dannenglor. Aha, ein Scharmützel. Schließt das Scharmützel der Schlagfolge gegen die Ruinen von Dannenglor ab. Das ist okay. Wir werden diese Aufgabe aber noch nicht annehmen, einfach weil ich jetzt noch kein Scharmützel machen will, sondern erstmal hier ein paar Aufgaben nebenbei drumherum. Und wenn wir dann hier weitermachen, wäre halt blöd. Deswegen werde ich die hier erstmal richtig safen, dass die definitiv nicht mehr rauskommt. Und jetzt, ja, kümmern wir uns um andere Aufträge erst einmal. Ich denke mal, dem steht nichts entgegen. Sammelt Wolfspelze von Finsterwutwölfen. Okay, dann steht unsere erste Queste schon bereit. So. Sollte mal wieder was essen, sehe ich gerade. Bin schon wieder voll hungrig. Also, Bolzenil. Ja. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Wunderbar. Und weiter geht's. Übrigens, ich bin immer noch in der Mega-Vorproduktion. Das heißt, ich bin selbst noch im Mai. Und zwar Mitte Mai. Also nicht wundern. Es gibt jetzt dann gleich noch zwei Folgen, die werde ich definitiv noch aufnehmen. Und dann, ja, dann muss erstmal Schluss sein von der Vorproduktion. Das ist ja auch ein bisschen viel auf einmal. Aber danach kann es durchaus sein, dass ich einiges nicht mehr ganz so richtig weiß, wo wir waren, was wir gemacht haben und so weiter und so fort. Ich bitte das zu entschuldigen. Schon mal im Voraus. So, hier haben wir noch einen Finsterwutwolf, genau. So. Wunderbar. 2 von 12 Wölfen. Geht doch schon voran. Spinnen haben wir hier auch, sehe ich gerade im Questlog drüben. Wir müssen irgendwo Spinnen rumgurken, aber wahrscheinlich auch in einer anderen Richtung oder sowas.
Oder eben auch nicht, wir werden sehen. Da. So. Wie gesagt, und mit der Story-Quest mache ich weiter, sobald wir hier ein bisschen vorangeschritten sind, um ein bisschen hinterherzukommen, quasi die Goldene Armee auch nachzuziehen. Denn momentan haben wir ja noch viel zu tun. So. Und Storytelling-mäßig ist es ja doof, wenn die Goldene Armee hinterherhängt. Ob das jetzt auch so bleibt nach den zwei Folgen, die ich dann nach dieser hier gemacht habe. Oh, Waldspinne. Ha. Das wird sich dann zeigen. Ah, bist du tot? Nein, noch nicht, aber du bald. So, einmal so, einmal so. Neue Tat, Spinnenbezwingerin. Schön. Gucken wir mal. Tat verliehen. Spinnenbezwinger besiegt Spinnen im Düsterwald. Ja, wo sonst? Okay. Die Handtasche hat auch ein bisschen was gelevelt. Auch das ist toll. 54, die ist auch bald gemaxt. Dann können wir die zerlegen. Denn die ist ja bekanntermaßen nicht mehr in unserer Geschichte. Den Bilvis-Deserteur, den brauchen wir nicht. Auch nicht. Rennen hier ein bisschen durch die Gegend. So. Ab. Hopp. Okay. 5 von 12. Ich freue mich. Na, haben wir noch einen Spinner? Ja, doch, Spinner. Der heißt sogar Spinner. Haha. Eine spinnende Spinne. Die spinnt wohl. Und. Flup. 2 von 10 bespannende Spinnen. Dann geht's hier runter? Ja, tatsächlich. Ich guck da mal in die Höhle rein, einfach mal, weil ich neugierig bin. Ihr kennt mich ja. Vielleicht kamen wir ja auch genau aus dieser Höhle raus. Ist das diese Tiefsenken-Geschichte? Möglich wäre es ja. Irgendwo müsste hier lang führen. Wir waren auch hier schon, sonst wäre das nicht entdeckt. Sehr wahrscheinlich. Was bist du denn? Ist egal, was du bist. Du wirst jetzt platt gemacht. So. Okay, tschüss. Achso, du lebst ja noch. Aber jetzt. Tschüss. So. Bleibt auch liegen, ne? Ja, genau. So, nö, sieht eigentlich nicht nach dem aus, was wir kannten, oder? Oder? Bin mir nicht sicher. Aber theoretisch müsste ja die Instanz irgendwo auch im örtlichen Weg zu finden sein, weil ja praktisch wir irgendwo langgelaufen sein sollen. Ich nehme an, dass es das wirklich ist. Oder dass es das darstellen soll. Hier oben haben wir einen Bootslug Stadtzickek. Ich glaube, hier hatten wir auch noch ein bisschen was zu tun. Suche nach Gefährten für Schmieden von Khazad-dûm. Nö. So, Formum-Krieger. Nee, hier hatten wir tatsächlich nichts zu tun. Aber ich kann ja trotzdem mal den Krieger platt machen. Wenn er schon mal da steht, ne? Was will man anderes tun? So. Ich werde mich also dementsprechend wieder hier hinausbegeben. Huch, waren hier vorhin schon so viele? Wie ging es denn hier hinaus? Da hinten. Okay. Ja, wir werden hier wieder hinausbekommen. Vielleicht oder wahrscheinlich bekommen wir dafür noch eine Quest. Die machen wir aber nach und nach. So. So lautet der Plan. So wird es geschehen. Und nach Dunland, da könnten wir auch noch hingehen. So. Aber ich gehe mal von aus, dass wenn wir hier den Teil bereit machen, wir nicht nach Dunland gehen werden, sondern das hier machen, weil Dunland dann irgendwann zu schwach ist. Aber vielleicht mal anschauen oder sowas, das könnte sein. Noch bin ich guter Dinge. Den brauchen wir nichts. Da ist noch ein Wölfchen. Hopp. Und hopp. So.
7 von 12. Dieser Wolf. Fledermaus. Spinne. Spinnen können wir immer gerne nehmen. So, komm her. Okay, komm her. Kleines Spinnenmännchen. Sehr schön. Aha. Irgendwo muss da noch was sein. Da haben wir doch was. Sehr schön. Flumm. 8 von 12. Der Spinnenbrut. Ja, 8 von 12 von ihnen sind gut. So. Den nehmen wir auch noch auseinander. Wip. 9 von 12. Es geht doch so langsam voran. Man muss die Dinger ein bisschen suchen, aber wir kriegen es schon hin. Guck, da ist noch einer. So. Komm her, kleines Wölfchen. So. Einmal wieder aufsteigen. Spritzel, die Spritz, Spritz. Ah, da unten ist der Respawn-Punkt. Da brauchen wir jetzt erstmal nicht hin. Der mistige Regen ist natürlich mistig. Allerdings, natürlich lassen wir die Wettereffekte an. Einfach, weil es besser aussieht. So. Ja. So, okay, einmal wieder hoch. Und dann hätten wir fast alle Wölfe fertig. Das ist sehr, 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 sehr gut. Dann können wir nämlich weiterziehen, wo auch immer hin. Das ist eine Fledi. Da ist ein Wolf. Und dann müssen wir dann gleich mal auf die Karte gucken. Da hinten sind noch jede Menge Spinner. Okay, dann brauche ich nicht auf die Karte gucken. Dann weiß ich, wo es lang geht. Also. Fall um. Tschüss. So, hier einmal dahin, einmal dorthin. Können wir auch mal wieder diese Fähigkeit setzen, wenn die denn will. Die lässt sich gerade nicht näher, ist egal. Jetzt geht's. Na toll, du doof Ding. Okay, den Wolf brauchen wir nicht. Die Spinne schon. Wie viele brauchen wir von denen eigentlich noch? Naja, doch, da wegen noch ein paar. 6 Stück an der Zahl. So. Okay. Die nächste. Komm her, Spinni. Na, 6 von 10 Spinnen. Es wird doch. Da ist die nächste. Noch 3 und dann haben wir auch diese Spinnenquest erledigt und können uns anderweitig Dinge zuwenden, die mit Sicherheit kommen werden. Da bin ich mir fast 100%ig sicher. Vielleicht ein Spinnenboss oder eine Bessin. Wie der da unten. ja. Das war übrigens ungeplant, das ist mir gerade so zufällig, weil ich nur hier die Spinnen und dann, oh. Aber es reicht ja, wenn ich die Spinne auch töte, ne? Warte mal, ich mache hier mal Platz und dann gucke ich mal, wie stark die ist. Die sieht groß aus, aber das heißt ja noch nichts. Ja, 17.000, die schaffen wir. So, komm her, Kleine. Kleine, Große. Wo willst du denn hin? Musst nicht so weit wegrennen. Ah, weißt du was? Ich komme mal runter. Mitten in die anderen Spinnen rein. Das ist nicht so günstig. Naja. Na? Die ist natürlich momentan ganz außerhalb, aber das macht nichts. So. Das war's schon. In Grimmlager besiegte Spinnen. Erledigt. So.
Damit hätten wir wieder zwei Quests abgeschlossen. Sucht in den Ruinen nach Schutt, ist aber nicht näher dran. Wo soll das sein? Mal da oben. Aha. Okay, wir können uns also erstmal auf den Rückweg begeben. Wir werden jetzt hier, so lautet der Plan, alle Quests abschließen, die abzuschließen sind, bis auf eben die Epos-Quest. Die machen wir weiter, sobald wir alles fertig haben, inklusive dem Zeug hier unten. Das will ich nämlich gerne noch fertig machen. Schließlich muss der Brückenkopf der Goldenen Armee im Düsterwald gut gesichert sein. Ja. So. Hü. Hü. Zumindest ist das mein Plan. Ich hoffe, ich erinnere mich noch dran. Wie gesagt, nach dieser Folge gibt es noch eine in der Aufnahme und dann müsste ich auch locker leicht gut dabei sein. Für nächstes und folgendes. So. Wir gehen mal rein. So. Hallo Freunde, ich bin wieder da und hab ein bisschen was gemacht. Wie kann ich euch zu Diensten sein? So, abgeschlossen, die gerissenen Bestien des Grimmlagers. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Geheule auf dem Hügel, das nehme ich auch mal mit an. Ja, warum auch nicht? Und vermutlich kriege ich jetzt auch wieder die Spinne als Spinnenaufgabe. Megovannen. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Lockt den Grimmlager Nestspinner heraus. Nee, ist doch was anderes. Ich dachte, ich krieg ja, ihr wisst schon. Da ist der düstere Durchgang, da wollen wir nicht rein. Was ich mal ganz kurz gucken kann. Gibt es irgendwas zu verkaufen? Ja, ich habe tatsächlich ein, zwei, drei kleine Sachen zu verkaufen. Das werde ich jetzt mal tun. Wir sehen uns dann derweil in der nächsten Folge wieder. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.